Eine heftige Unwetterfront zog in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über Schleswig-Holstein und Hamburg hinweg. Dabei fielen nördlich bis zu 27 Liter Regen pro Quadratmeter. Auf der Insel Helgoland waren es sogar 99 Liter pro Quadratmeter. Auch wenn Niederschlag in vielen Regionen dringend gebraucht wird, waren die Auswirkungen der Unwetter nach einer recht langen Dürreperiode nicht immer positiv. Kurz nach 21 Uhr schlug in Bünningstedt in der Gemeinde Amersberg ein Blitz in das Dach eines großen Einfamilienhauses ein. Man kann davon ausgehen, dass es sich hier um einen Blitzschlag handelt, weil das Dach ist mehr oder weniger explodiert, als wir eingetroffen. Zumindest sah es so aus. Unter Zuhilfenahme der Drehleiter aus Bagdeheide konnten wir das Feuer relativ schnell unter Kontrolle bringen, sodass wir nach gut einer Dreiviertelstunde das Feuer ausmelden konnten. Die vier Bewohner wurden von den Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet und blieben unverletzt. Mit mehreren Atemschutztrupps im Innenangriff und über die Drehleiter von außen wurde der Brand im Dachstuhl bekämpft. Dabei waren ganze 70 Feuerwehrleute der umliegenden Feuerwehr im Einsatz. Jedoch dauerte es trotzdem ganze 45 Minuten, bis das Feuer gelöscht war. Der Schaden ist nun so enorm, dass die Familie derzeit nicht im Gebäude wohnen kann.